Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wochenberichts von Planet Switch. Hier gibt es wie immer die News der Woche kurz und knackig zusammengefasst. Letzte Woche gab es keinen Wochenbericht, deshalb hier noch einmal das Wichtigste der Vorwoche im Schnelldurchlauf. In Sachen Releases gab es Disgaea 5 Complete sowie Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, dazu ein weiterer Neo Geo Port namens The King of Fighters 99. In der Woche fand dazu die erste Runde des Global Test Punchs in ARMS statt. Die offiziellen Statistiken besagten, dass die höchste Gewinnrate an Mechanica ging und die meistgespielten Charaktere Min Min und Ninjara waren. Außerdem kommt die Monster Hunter Serie auf die Switch mit dem neuesten Teil Monster Hunter Double Cross. Das Spiel erscheint in Japan am 25. August. Und nun zum eigentlichen Wochenbericht. Das ist alles in der Woche vom 29. bis zum 4. Juni 2017 in der Switch-Welt passiert. Die Neo Geo Portierung der Woche ist diesmal Last Resort. Hierbei handelt es sich um ein Shoot'em-up aus dem Jahre 1992, wo man in einem Raumschiff versucht, mit verschiedenen Waffen die Welt zu retten. Astro Duel Deluxe ist ein Spiel, welches auf den ersten Blick aussieht wie ein aufgehübschtes Asteroids. Nur gibt es hier neben verschiedener Modi, neuer Musik und mehreren Piloten auch einen Multiplayer für bis zu 6 Spielern. Und das wäre es mit den Spielen, jetzt geht's zu den News. Es wurde ein neues Spiel für die Switch angekündigt. Der Name lautet Lost Sphere, wird von dem Team hinter I Am Setsuna entwickelt und ist auch im Stil von I Am Setsuna. Das Spiel erscheint 2018 und kommt voraussichtlich auch als Modulversion. Ein neues Roguelite mit dem Namen Ironcast wurde ebenfalls angekündigt. Hier gilt es möglichst strategisch sogenannte Energieknoten zu verbinden, während sich im Hintergrund fette Mechs im Steampunk-Look bekämpfen. Das Spiel soll noch diesen Sommer im eShop erscheinen. Zuletzt gibt es noch einen weiteren Indie-Titel, I and Me, so der Name, ist ein Plattformer vom chinesischen Studio Wishfan, welcher Plattformer-Puzzles mit zwei Katzen als Protagonisten bietet, welche gleichzeitig gesteuert werden. Das Spiel kommt im Juli heraus. Natürlich gab es diese Woche einige Release-Dates und Trailer. 3 Wochen nach der Switch-Ankündigung ist bereits das Erscheinungsdatum für die Switch-Version von Shantae Half Genie Hero bekannt. Das Spiel erscheint für die Switch am 8. Juni. Der Release von Sonic Mania, dem neuen 2D-Sonic-Spiel im Retro-Look, wurde in einem neuen Trailer angekündigt. Merkt euch schon einmal den 15. August 2017. Ebenfalls in einem neuen Trailer angekündigt wurde der Release von LEGO Marvel Super Heroes 2. Zwar kennt man kein genaues Datum, was die Switch-Version betrifft, aber man weiß jetzt, dass es noch dieses Jahr in der Weihnachtsversion kommt. Für Blaster Master Zero gibt es weitere Zusatzinhalte. Im DLC bekommt man den Charakter Ikoro aus Galgun. Bis zum 14. Juni ist dieser DLC kostenfrei, danach kostet er 1,99 €. Auch wenn man das Originalspiel nicht besitzt, kann man sich dennoch den DLC holen, solange dieser gratis ist. In Japan erscheint zum Release von Splatoon 2 ein exklusives Gaming-Headset zum Spiel von dem Zubehörgiganten Hori. Das Headset kann dabei an die Switch und gleichzeitig ans Handy angeschlossen werden, um beim Spielen mit Freunden über die kommende Online-Service-App reden zu können und gleichzeitig nicht auf den Spielesound verzichten zu müssen. Und zum Schluss gab Nintendo neue Infos zu ihrem kostenpflichtigen Online-Service bekannt. Der Dienst wird nun voraussichtlich nicht mehr im Herbst 2017, sondern irgendwann 2018 erscheinen und bis dahin weiterhin kostenfrei sein. Ab da bietet Nintendo den Service für verschiedene Zeitspannen zu unterschiedlichen Preisen an. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und somit die wahrscheinlich populärste Wahl ist das Angebot für 19,99 €, das den Service für ein Jahr aktiviert. Der Dienst selbst ermöglicht das Spielen übers Internet und zusammen mit Freunden. Dazu erhält man exklusive Rabatte im eShop sowie Zugriff auf Klassiker wie Mario Bros. 3, welche man, solange man den Bezahldienst benutzt, jederzeit ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen kann. Und das wäre es auch schon mit dem Wochenbericht aus dieser Woche. Für mehr Infos besucht planetswitch.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.